Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wolfenhain. Beim letzten Mal haben wir hier die gute Wunder umgehauen. Haben Wunders Stab bekommen. Und ja. Schauen jetzt mal, was da unten drin ist. Eine Zaubertruhe. Du freust dich für etwas zu stehen, das kaum zu öffnen ist? Sind das etwa Zweifel an meinen Fähigkeiten? Ich finde schon einen Weg. Und dann gelange ich an den Inhalt einer Zaubertruhe. Jawohl. Wie soll man denn bei dem Schummerlicht was erkennen? Achso, hat sie irgendwo ein... Da hat's Licht. Nein, sowas. Wusstet ihr, dass einer von euch bald Bekanntschaft mit einer Torte macht? Was für eine Art Keller ist dies hier eigentlich, Dämonenweib? Einfach nur so ein Keller, natürlich. Hier hat jemand etwas auf eine Rinde geritzt. Buchstaben sind das aber nicht. Glaubst du, sie hätte es einem von euch so einfach gemacht? Was zischelst du da, lästerliches Brennmaterial? Ach, nichts. Gebt Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Das hier hat System, aber ein Zeichen fehlt offenkundig. Das Geheimnis der Rindenritzerei im Haus der Hexe, von deren Hexenhaftigkeit weder Gesülf noch Brunnenbescheid wissen, Spiel. Alles klar. Willkommen im oben genannten Spiel. Wegen des notwendigen Titels ist nicht viel Erklärplatz. Also ganz kurz. Setze das fehlende Zeichen aus bis zu 4 der hier herumliegenden Bruchstücke zusammen. Bilde das Zeichen auf der Feldmitte. Dann mal los. Okay. Jetzt ist nur die Frage, was für ein Zeichen das sein soll. Ich meine, ich könnte hier so ein cooles Quadrat machen. Nein! Ich wollte... Okay. Ich könnte aber auch so ein... Probieren wir mal was anderes aus. Das da. Das da. Ah, da hat es aber nicht... Ah doch, da oben ist. Das da und... Das da. Ha. Das ist anscheinend nicht. Nehme ich jetzt mal an. Das hier und dann noch das da. Ah ja, okay. Gibt es noch mehr Kleinigkeiten zu erledigen? 1000 Erfahrungspunkte für das Rätsel. Haltet euch nicht mit Glückwünschen zurück. Was haben wir jetzt eigentlich erreicht, Erwählte? Na. Das haben wir erreicht. Ein Runenstein. Noch einer? Hattest du nicht gesagt, die Dinger seien selten? Nörgel nicht an meinen Funden, Küken. Diese Artefakte sind in der Tat höchst selten, und doch finden wir eines gerade hier. Ich frage mich, was für eine Art Haus das ist. Weißt du vielleicht etwas darüber, Hexe? Ach, ein Runenstein. Sieh nur, Gisulf, was dort für ein Schatz vor deiner Nase liegt. Ein Runenstein. Gisulf nimmt die Rune an sich. Ich warte auf eine Antwort, Hexe. Steht hier nicht rum, wir müssen zu einem Schmied. Ja, nichts wie los. Hopp hopp, sagt dein Erwählter. wir haben nochmal einen Spaten. Okay.
Es raschelt, gluckst und blubbert aus mannigfachen Behältern voller Zutaten und farbenfroher Brauwerke. Findige Helden werden bestimmt etwas auch ihnen Praktisches ertasten. Magietrank, Lebenstrunk, oho. Dreimal Alraune, zweimal Dunkelbeere. Wenn es so etwas wie einen nasenbetäubenden Duft gibt, geht er von den mit Kräutern, Tränken und Tinkturen beladenen Fächern dieses Schranks aus. Das sieht auch für Helden brauchbar aus. Kräutersud, Lebenswasser, Feuerbeere, Saftblatt. Nicht schlecht. Und hier haben wir noch... Was ist das? Ein Same. Findet man die geeignete Stelle, lässt sich daraus eine der heilsamen Pflanzen ziehen. Siehst du die Kerbung der Keimschale? Dasselbe Muster findet sich am Schaft der Alraune. Na dann... Gisel filmt den Samen der Alraune. Alles in Ordnung, Jungchen? Gar, Schmerz, au! Eine Voodoo-Puppe. Alles klar. Cool. Ja, dann gehen wir doch wieder nach oben. Waldrada hatte wohl recht. Einer von den beiden wird bald Bekanntschaft mit einer Torte machen. Aber dieses 10 Schritte vor der Tür. Oder ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 10 Schritte vor der Tür. Hier ist die Stelle, von der das Mädchen sprach. Was soll hier schon sein, was meinem Augenmerk entgeht? Oh, hier ist was. Wow. Sieh nur, es wird wieder was zu gucken geben. Gisulf will schon wieder ganz alleine ein Loch graben. Oh. Ein Dokument? Ein Zettel. Ein Rezept? Ein Rezept, ein Rezept, ein Rezept? Ich kann es nicht lesen. Was steht da? Hat unsere kleine Buchstaben für ein kleines Problemchen. Lies es einfach vor, Gnatterglatze. Ganz ohne Zauberwort. Bitte. Aber gerne doch. Mische den Saft einer Dunkelbeere mit dem zerstoßenen Safte eines Froschschenkels und koche alsbald alles mit gutem Branntenweine auf. Trockne sodann, was du erhältst, damit das Werk echten Schlafpulvers gelinge. Schlafpulver? Echtes Schlafpulver? So steht's hier. Das wird ein Spaß. Ja, manchmal ist die schon etwas unheimlich. Da du nun darauf hingewiesen hast, haben wir auch... Ja, ein Rezept. Und was ist mit einer Überraschung für mich? Eigenhändig gegraben. Ganz alleine. Können wir hier an dem Kessel... Genau. Wir haben hier den Heiltrank, starker Heiltrank gegen Giftkräutersud und Schlafpulver. Ich mache jetzt einfach mal ein Schlafpulver. Mach auch mal hier einen Kräutersud und einen starken Heiltrank. Und noch einen starken Heiltrank. Und dann ist die Frage, was kann ich mit den Spinnenbeinen eigentlich machen? Bisher habe ich noch nichts gefunden. Naja, egal. Ja, dann haben wir eigentlich hier in dem Wald alles erledigt. Was ich jetzt aber noch machen könnte. Ich möchte wissen, was die gute Baumdame da hinten zum Ableben von Wunna sagt. Wo willst du denn allein hin? Drehst du dich wohl um? Ich muss mal hinter die Büsche. Oh, na dann los. So. Warum ist der Gesang der Schwarzen verstummt? Wo ist ihr Lied, das meinen Blick über den Wald hinausträgt? Fülle die Leere doch wieder mit deiner eigenen Melodie. Du, kaum geborenes Ding, gibst der Waldfrau einen Rat? Ich stelle nur eine Bitte. So, und wie lautet sie? Ich schreibe dir nichts vor, ich möchte dich nicht beeinflussen, ich bitte nur um dies.
Richte über die Menschen am Rand deines Waldes nicht nach Fremdem, sondern nur nach eigenem Urteil. Du hältst mich nach wie vor für töricht? Glaubst, ich zappele im Lügengewebe einer schwarzen Spinne? Ich bitte nur darum, dass du deine Weisheit gebrauchst. Was riskierst du schon? Könnten ein paar Menschlein wirklich der Waldfrau gefährlich werden? Es sei, kluges Kind. Ich werde meinen Hütern gebieten, sich vorerst ins Waldesinnere zurückzuziehen. Wir wollen sehen, wie die Menschen dann verfahren werden. Sind sie wirklich harmlos, will ich sie gewähren lassen. Doch sind sie eine Gefahr, wird dieser Wald sie kräftig umarmen. Wie einfach das war, kaum dass sie dem Einfluss der schwarzen Wunder entzogen ist. Steckt darin eine Wahrheit über die hexische Macht der Webkunst? Nun, ich schätze, wir haben auf jeden Fall eine Vereinbarung. Oh ja, das habt ihr. Drängle dich nicht immer mit deinen Einschätzungen vor. Ich hätte das auch gewusst. Dann hätte es wohl ein jeder erkannt. Moosrübe. Schrumpelbock. Okay. Wir können. Ich nehme jetzt mal an, wir können das Kaninchen jetzt hier freilassen. Hoffentlich. Wenn ich hier rausfinde. Dann wo ihn bla. Genau. Ja, wir schlafen. Irgendetwas Widerliches krabbelte die Nacht auf Valdrada herum, sodass die Amsel keinen Schlaf fand. Gut, aber sie hatte ja volle HP und MP, von daher passt es. So, jetzt gehe ich nochmal rein. Sollen die Helden das Häschen freisetzen, damit es hier eine neue Heimat finden kann? Ja. Ich glaube, jemand hat ein neues Zuhause gefunden. Und diesmal ist sogar nicht mehr was Böses passiert, hoffe ich. Sieht gut aus, weil wenn wir das Kaninchen zu früh hier reinsetzen, wird es gefuttert. Wurstsiggi. Ach ja, so gut. Schreie. Ah ja, genau, da war ja was. Wen haben wir denn hier? Macht ein Feuerchen, das meilenweit zu sehen ist. Und dann dachte er, auf dem Land des Herrn wildern zu können. Sieh ihn dir nur an, sicher einer von den Flüchtlingen. Und nun will der Strolch seine Wilderer-Sitten vom Westufer auf dem Land des Ritters einschleppen, hä? Erbarmen, ich... Sie wollen ihn aufknüpfen? Dafür? Ich glaub's ja wohl nicht. Ich auch nicht, sieh nur, Erwählter. Trotz aller Not halten diese wackeren Leute noch die Gesetze in Ehren. Wie? Was? Kein langes Lamentieren, wir hauen dazwischen. Was wollt ihr denn? Gebt Fersengeld oder knutscht mit meiner Keule. Wie schön, dass auch andere die Freuden der umschweiflosen Gewalt zu schätzen wissen. Fallt ihn zusammen. Normisch ist es nur einer. Das macht keinen Sinn. Zack. Ich weiß nicht, ob ich den schon analysiert hatte. Deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal. Schwäche, Klinge, Wasser. Okay. Ja, also Ritter und Wasser kann ich schon gut verstehen. Weil... Zack. Alle Gegner auf einen Gegner. Zack, Wundbrand. Jetzt hat der... Oh, ja, was ich total vergessen habe. Ich muss ja noch klauen. Einen starken Heiltrank geklaut, sehr gut. Hm.
Ich mag es. Kritisch. Oh oh. Dankeschön. Ich wollte schon gerade sagen, wann stirbt er denn endlich? Und jetzt noch einer. Ah ne, der rennt weg. Okay. Das waren doch magische Waffen. Ha, ja klar. 4 Alraunen. Und beide Froschschenkel. Gut. Was soll das denn für eine Jagdtechnik sein? Technik? Gibt's da Unterschiede? Ich mache das eigentlich wie bei allen anderen auch. Auf dem Baum hocken und dann die Arglosen anspringen. So hast du ein Reh erlegt? Na, hat doch geklappt. Danke für meine Rettung. Danke, danke. Wir können das Werk immer noch zum Guten wenden. Der Strick ist nach wie vor bereit. Wie? Was? Toll gemacht, Jungchen. Und wenn der jetzt noch eine Belohnung für mich gehabt hätte? Gut geknüpft ist er ja. Die hatten wohl Übung darin. Eine effektive. Naja, okay. Was haben wir denn hier noch? Waren wir da hinten schon? Die Schlundhöhle? Ich glaube nicht. Oh! Auch nett. Es steht einfach wieder auf. Wundbrand. Und das nochmal. Und dann dürfte es eigentlich tot sein. Yay! Extra Belohnung. Wähle einen Helden, der den Attributsbonus erhalten soll. Wessen Eigenschaft soll um 3 Punkte erhöht werden? Valdrada und zwar Geist. Zwei Feuerbeeren. Yay. Ach ja, und hier, Gisulf darf mal. Aha. Schon sehr cool, muss ich ja sagen. Das hier? Hier ist Erz im Gestein. Oh, wieso wurde hier nicht schon längst eine Mine errichtet? Hast du schon vergessen, was der Hochgeweihte des schwarzen Gottes über diese Höhle erzählte? Ja, ja. Aber abgesehen von diesen grünen Schnäbeleinwänden ist meine Frage, ich sehe auch im Schummerlicht, wenn ihr mit den Augen rollt. Okay. Au. Oh. Da ist etwas vor uns davon gelaufen. Hier ist nochmal Eisenerz. Hier haben wir 10 Goldmünzen. Zu wenig übrig, um zurückkommen zu können. Na, immerhin. Jetzt muss ich nur schauen, ob hier noch irgendwo Eisenerz steckt. Aber ich denke nicht. Ich finde es tatsächlich auch cool, dass die Höhle hier dunkler wird, wenn wir weiter reingehen, weil macht ja auch Sinn. Ne? Mir gefällt der Gedanke nicht, der Nebel könne bereits dort wabern, wohin dieser Abstieg führt. Dann haben wir ein Ziel, wohin wir das Licht zu tragen haben. Sag mal, versuchst du hier einen Mumm-Wettbewerb mit mir auszutragen, Bengel? Ich habe allenfalls rein informativ darauf hingewiesen, dass dort unten irgendwas Hungriges lauern könnte. Und jetzt will ich kein Gebibber und Gewinsel mehr hören. Nehmt euch gefälligst ein Beispiel an mir. Alles klar. Ich habe keinesfalls gebibbert, Erwählter. Und schon gar nicht habe ich Schluss damit. Sonst sage ich deinem Hochmeister, was für ein Zagewicht du bist. Na bitte, geht doch. Wortverdreher, fängst du auch noch an. Ach, nö. Ah. Okay, eine Sache.
Sackgasse. Was immer dort oben vor uns zurückgewichen ist, muss hier entlang gekommen sein. Also keine Sackgasse, sondern eine Blockade. Weg damit. Höre mich, Dunkelheit. Nichts widersteht dem magischen Hammer des Lichts. Ich wusste, es war ein Fehler, dir den Runenstein für den Hammer zu lassen. Ich hätte meine Keule wählen sollen. Töne, bloße Töne. Ich sage dir, die Hexe hat Unrecht. Hier gibt es gar keinen Weg hindurch. Okay, wir machen das jetzt anders. Ich gehe nochmal zurück. Zu der Stadt da drüben, weil... Hier hat es doch auch einen Schmied. Ups. Oh ja, und wir haben ja hier, ein Wort zu dir. Wir haben doch die Lor... Falsch geraten, Freundchen. Aber es kostete mich erhebliche Aufwendungen, diese Pflanze zu beschaffen. Schluss mit dem Krämergeschwätz. Ein Rezept wurde versprochen. Der Lorbeer, du bringst mir wahrhaftig Duft und Aroma der Heimat, Freundin der Freigebigkeit. Die größte Freude machst du der Freundin der Freigebigkeit mit dem versprochenen Rezept. Gewiss, gewiss, das Geheimnis um die Zubereitung des Lebenswassers sei dein, Begleiterin der Einsicht. Lebenswasser? Das ist ein mächtiger Trank. Hast du nun alles, was du wolltest? Wir können. Hätte ich fast vergessen. Du hast ja Erz dabei. Verkaufst du 20 Gold pro Klumpen? Nö, ich hätte gern... Waffen schmiede ich, Rüstungen verkaufe ich. Schmieden? Talmos Beutel und Arnos Blitz? Ist das etwa eine echte Rune in deiner Hand? Ist es. Und du hast eine Waffe, die der Kraft der Rune gewachsen ist? Von einem echten Zyklopen repariert. Staune, Schmied. Was für ein Tag, was für ein Tag für ein Schmied. Spielst du etwa mit dem Gedanken, die Rune in deine Keule statt in mein Schwert einfügen zu wollen, Gisulf? Ich gucke dich einfach nur mal eben mit Selbstverständlichkeit an und lasse dich raten. Richtig. Wieso soll immer alles für dich sein? Du bist doch sonst immer so angenehm gehorsam. Warum musst du wieder borstig sein, sobald es um Waffen geht? Haben wir denn nicht die Runen im Vulkan geteilt? Dort wolltest du auch erst beide für dich haben. Erst. Wie das schon klingt, das ist doch gar kein richtiges Wort. Doch. Kleinkram. Wichtig ist, dass wir geteilt haben, Jungchen. Und das werden wir auch weiterhin. Ich kriege jetzt diese Rune und du die nächste, versprochen. Runen sind furchtbar selten, das weißt du genau, Gisulf. Und umso mehr wirst du dich freuen. Man muss nicht immer alles gleich haben. Es ist wichtig, auch einmal warten zu können. So, und jetzt bauen wir meine Rune ein. Hurra, endlich! Ich darf eine magische Waffe fertigen. Das wird das Werk meines Lebens. Hoho, der Hammer tanzt. Ah, sieh nur, wie Rune und Waffe ineinander fahren. Sie sind füreinander gemacht. Schlage ich den Hammer oder zieht ihn die Rune heran? Fast ist mir, als wäre ich das Werkzeug. Oh, das wird eine Waffe mit Charakter, das spüre ich. Vollbracht. Eine Keule voller Kraft. Sie sang zu mir, als sie mir den Hammer führte. Ich hörte ihren Namen. Erstschlag. Erstschlag? Hast du die Keule in der Hand, wirst du in jedem Kampf zuerst am Zuge sein. Praktisch. Doch da ist noch mehr. Erstschlag dürstet es nach Getümmel und sie wird dir von ihrer Kraft geben. Rufst du sie im Kampf an, erfüllt dich ihre Energie. Immer dann, wenn irgendeiner der am Kampf Beteiligten etwas macht, erhältst du einen MP-Schub. Moment mal, je mehr Teilnehmer, Helden wie Monster, desto größer der Effekt. Ich sagte doch, diese Waffe liebt das Getümmel. Genug geschwatzt, ich will Erstschlag endlich in den Händen halten. Plus 60. Eventuell Glückstreffer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das soll's aber für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und beim nächsten Mal schauen wir uns dann diese Höhle dann nochmal an. Ich sag bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.